Fangen wir mal von vorne an. Erwin, Was einfach soll ich noch mal? Ach so. auch mal Ach ein Buch mit so. Feser. Ja, es ist nicht nur Phaser, Punkt 1, sondern es ist ein Gremium an Leuten. Sie hat einen Beraterstab, sie hat eine Partei, sie hat einfach Koalitionskollegen, sie hat einen Verfassungsschutz, sie hat Gerichte, sie hat das Verfassungsgericht, sie hat viele Vollkommen verschiedene irrelevant. Institutionen. Vollkommen irrelevant. Es ist nicht es ist Doch, nicht die irrelevant. Entscheidung liegt bei Feser. Nein, nein, Doch, halt, macht es nein, souverän. Die Entscheidung liegt bei Moment. Feser. Doch, Moment, die Moment, Entscheidung liegt, das Moment. ist der Punkt. Die Entscheidung liegt bei Feser. Moment. Es ist nicht irrelevant, weil es ist einfach lächerlich, das runterzubringen auf eine Person. Weil es ist sicher nicht von ihr ausgegangen, auch wenn die Entscheidung von ihr liegt. Wir wissen nicht, wer das angestoßen hat, dass das verboten wird. Vielleicht ging das vom Verfassungsschutz aus. Vielleicht ging das von. Du weißt es nicht, ne? Und deswegen, das alles auf Fehler runter zu reduzieren, ist eine typische Strategie von Rechtsextremen und Rechten, um alles auf eine Person runter zu regeln, damit man nicht mehr über das System spricht, dass das Problem ist. Und ich möchte das gerne erweitern und über das System reden. So, und jetzt Du können redest über wir kein über die Frage. System. Okay, sorry, führe erstmal aus. Na, du hast mich gefragt, was ich gesagt habe. Ich habe dir gesagt, ich habe schon darüber geredet. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der sehr wichtig an dieser Stelle zu verstehen ist, ist, dass das Innenministerium hier an dieser Stelle entschieden hat, dass per diesem Vereinsrecht diese GmbH da verboten wird. Und dadurch ist das Kompaktmagazin auch verboten und die ganzen Inhalte drumherum. Und das ist eigentlich vollkommen gerechtfertigt. Das ist Ja, vollkommen irrelevant. weil irrelevant. Wie gesagt, das war ja mein Punkt. Darum geht es mir gerade nicht, ob da sachlich was dran ist. Das war ja mein ganzer Punkt. Das ist Ich nicht weiß, der relevante Punkt. und ich habe gesagt, dass das nicht möglich ist, über ein Verbot zu reden und dann nicht darüber zu reden, warum es verboten wurde. Das ergibt keinen Sinn. Doch, Das das ist ergibt sehr viel Sinn. Die Entscheidung okay. liegt, wie gesagt, Also bei Nancy Faeser. Sie ist die Ministerin, die diese Entscheidung fällen darf. Es ist völlig egal, was der Verfassungsschutz sagt, mal abgesehen davon, dass der Verfassungsschutz eine weisungsgebundene alles Behörde des egal. Innenministeriums ist. Das ist kein souveränes eigenes Machtzentrum, das gehört zum Innenministerium dazu, sondern die Entscheidung, die liegt bei Nancy Faeser. Das ist der alles entscheidende Punkt. Was ist jetzt noch einmal dein Punkt, auf den ich nicht eingegangen bin? Die Entscheidung liegt bei Nancy Faeser. Das ist der Punkt. Und das ist auch okay so. Wo ist das Problem? Es ist okay, dass die Innenministerin entscheidet, ja, die Medien dürfen erscheinen, die dürfen nicht erscheinen. Das ist okay, das sollte in einem demokratischen Rechtsstaat so sein. Wenn es darum geht, dass die Medien auf zu einem Umsturz aufrufen, wie sie sagt, gegen Menschenrechte verstoßen und ähnliches, dann ist es ihre Aufgabe, die Verfassung, die innere Sicherheit und ähnliches zu schützen. Ja, Nein, das das ist ist nicht ihre ihre Aufgabe Aufgabe. buchstäblich. Du darfst in Doch. Deutschland völlig legal verfassungsfeind sein. Das ist nicht verboten. Dadurch, dass du Natürlich, aber Verfassung und da wenn du Nein, anfängst, ja, nein, völliger wenn du Unsinn. anfängst, andere aufzuhetzen, dann ist das eben nicht dein gutes Recht mehr, wenn du zu einer Gefahr wirst für die Demokratie. Nein. Genau, und dann müssen deine Grundrechte gegen den Schutz der Verfassung abgewogen werden von einem Gericht. Nicht von der Innenministerin, die politisches Interesse daran hat, politische Gegner zu zensieren. Das ist doch nicht so schwierig Naja. zu entstehen, zu verstehen, dass das Problem, wie gesagt, die Instanz ist, die es hier entscheidet. Das ist schon das grundsätzliche Problem, bevor wir bei inhaltlichen Diskussionen anfangen, auf die ich gar nicht gehen wollte, da ich, wie gesagt, noch gar nicht die Begründung genau angeguckt hatte, da ich auch kein Kompaktleser war, also dementsprechend auch gar nicht weiß, was die Okay. geschrieben haben. Wie gesagt, Na da dann. das völlig egal war, alleine die Tatsache, dass Faeser sowas entscheidet, ist das Problem an dieser Stelle. Okay, also wenn wir jetzt rechtsextreme Medien haben, die zum Beispiel, jetzt ist ein fiktives Beispiel, ja, die zum Putsch aufrufen, die gegen Migranten hetzen, die antisemitisch sind, die gegen Moslems hetzen, die Bevölkerung spalten und aufwiegeln, die Demokratie zu stürzen, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Die Frage Naja, ist, es kommt darauf an, wie die Medien das machen und wie gesagt, Hetzen, was ist Hetze? Es gibt den Paragraph der Volksverhetzung, Ja, der ist sowieso komm, sehr allgemein. Und nee, wir wir verstehen, verstehen nicht, worum es wenn geht. das hier allgemeine Worte mit einem sehr stark negativ belegten, stark moralischen Framing und da versuchst du jetzt irgendwie eine moralische Legitimation für Sperrungen ausfindig zu machen, aber das ist gar nicht mein Punkt. Nein, Mein nicht Punkt ist, dass moralisch. die Es geht nicht um Moral. Innenministerin Nein, nein, nicht nein, nein. der sein sollte, der das Nein. entscheidet. Das ist der ganze Punkt. Okay, wer sollte, genau, darauf wollte ich hinaus. Wer sollte das entscheiden? Das ist alles, was ich wissen will. Wer Wenn sollte das überhaupt entscheiden? unabhängige Gerichte.
Unabhängige Gerichte. Und wer sozusagen übergibt das diesen, also wer macht die Anklage oder wer übergibt das diesen Gerichten? Also Anklage kann ja grundsätzlich ein Staatsanwalt machen. Wie gesagt, das ist ja in Deutschland auch schon möglich, dass einzelne Ausgaben von Magazinen gesperrt werden. Es ist ja nicht so, dass Faeser hier was Neues erfunden hätte. Das ging schon vorher. Aber eben, dass das ganze Magazin auf einmal verboten wird, sag mal so, die Ausnahme ist, du hast den Tweet von Capulcio gezeigt, der hat da ja schon andere Beispiele gebracht, wo das passiert ist, dass der Innenminister was zensiert hat. Das waren auch schon Probleme, das waren auch schon klare Grenzüberschreitungen. So ein Recht sollte ein Innenminister nicht haben. Nein, weiß nicht. Das ist der ganze Punkt. Nein, weiß nicht. So ein Recht sollte. Verstehst du nicht? Es geht ja um die Institutionen, die das entscheiden. Das ist okay. Das ist deine Meinung und das ist auch okay. Das ist okay, du kannst ja diese Meinung haben. Ich finde das vollkommen okay und legitim, dass das Innenministerium für Sicherheit im Land sorgt und als solches gegen jemanden, der eine Unsicherheit verbreitet, Schritte unternimmt. Finde ich vollkommen in Ordnung. Du findest das nicht in Ordnung und das ist auch okay, musst du ja nicht. Ich finde das aber in Ordnung, ich finde das vollkommen gerechtfertigt. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das öffnet Tür und Tor für Missbrauch. Bis jetzt habe ich den Missbrauch noch nicht gesehen. Wenn es mal gemissbraucht wird, dann, glaub mir, bin ich der Erste, der dastehen wird und sagen wird, hey, Moment mal, so nicht, ne? Du missbrauchst da was. Bis jetzt wurde noch nichts missbraucht. Also sowohl in die Media, das verboten wurde vorher, wie auch dieser türkische Anadolu Davakit, das was verboten wurde, auch vollkommen okay, finde ich. Auch, was wurde denn noch verboten? Noch wurde irgendwas verboten. Alter Media und Indie-Media. Und dann RT. Nee, und das Sputnik ist ein anderes Verfahren. RT und Sputnik ist nicht vergleichbar. Ist nicht vergleichbar, aber gut. Ja. Und nee, bei all den anderen, Alter Media, Indie-Media diese türkische Ding, absolut gerechtfertigt. Also es ist egal, ob es gerechtfertigt ist. Was ist, wenn du der Erste bist, der abgeholt wird? Dann kannst du dich nicht mehr beschweren. Ja gut, dann wurde das Ganze missbraucht und dann was? Dann ist es ja nicht okay. Ja, aber bist du nur im Gefängnis. Du kannst dich da nicht mehr beschweren. Ja, aber was hat das damit zu tun? Weil der Punkt ist einfach, was ist das für eine Regel? Das ist ja genauso, als würde ich laut dieser Regel nach dir, müsste man ja alle Gesetze abschaffen im Endeffekt, weil jedes Gesetz kann missbraucht werden. Weil jetzt kann ich zu dir sagen, schaffen wir das Gesetz auf Mord ab, weil morgen kann jemand vor deiner Tür stehen und sagen, du hast jemanden ermordet, obwohl du das nicht hast und dann wirst du eingesperrt. Scheiße, ja, scheiß Gesetz, muss weg. Könnte missbraucht werden. Wenn du einen Mord begangen hast, dann klagt der Staatsanwalt dich an und du wirst von einem Gericht verurteilt. Es kommt nicht der Innenminister daher, unterzeichnet ein Dekret, so derjenige hat einen Mord begangen, ab mit dem ins Gefängnis. In ein paar Jahren gibt es vielleicht ein Gerichtsverfahren. Sondern es gibt erst das Gerichtsverfahren und erst bei Beweis der Schuld kannst du ins Gefängnis gesperrt werden. Das ist doch das Problem. Hier wird zuerst ein Verbot ausgesprochen und dagegen muss Kompakt sich jetzt wehren. Das ist genau die falsche chronologische Reihenfolge allein schon. Nein, ist es nicht, weil hier ist Gefahr im Verzug. Mit dem, Gefahr was Sie tun, ist hier ist in Gefahr im Verzug, absolut. Und ich finde es vollkommen richtig, dass Sie hätten schon viel früher handeln müssen. Sie sind viel zu spät gekommen, in meinen Augen. Hier ist Gefahr im Verzug und zwar eindeutig. Hier werden Menschen aufgehetzt, jeden Tag. Tausende Menschen werden mit antidemokratischen Werten aufgehetzt, meiner Meinung nach. Aber die können das sicher besser belegen. Kannst was sind denn antidemokratische Werte? Und sie kann dir das belegen. Ja? Was sind denn antidemokratische Werte? Das sind ja alles vollkommene Gummibegründungen, die du nennst. Also das kann alles und nichts sein. Gummibegründungen. Ja, es ist allgemeines Gerede, es ist nichts Konkretes. Schau dir mal an, was die von sich gegeben haben, vom Umstürzen und solchen Sachen, die du wieder relativierst, als wären es, als würde es um Wahlen gehen, was vollkommen lost und lächerlich ist. Sie haben von Umstürzen geredet. Soll man sich das gefallen lassen? Wenn es einfach dreimal Sturz des Regimes sagt, dann ist immer noch Gefahr im Verzug und dann fällt morgen die deutsche Regierung oder was. Das ist doch vollkommen lächerlich, was du hier erzählst. Nein, aber das ist einfach Wahnsinn. Das sollte man nicht erlauben bei so einer Reichweite. Das geht doch viel zu weit. Also erstmal fällt das unter die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit reicht sehr weit, auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Und zweitens ist da keine Gefahr im Verzug. Selbst wenn das nicht unter die Meinungsfreiheit fallen sollte, spräche nichts dagegen, zuerst einen normalen Weg über die Gerichte zu gehen, anstatt das, wie gesagt, vom Innenministerium per Federstrich entscheiden zu lassen.
Kannst du mir einen einzigen Fall nennen, der passiert ist, wo dieses Recht, das der Innenminister oder Innenministerin entscheidet und dann irgendetwas sperrt, wo das missbraucht wurde? Das ist ja das Problem, dass das jetzt, wie gesagt, es gab schon einige Fälle, wo das offensichtlich passiert ist, dass das Innenministerium sich anmaßt, das entscheiden zu können. Das ist wann, doch das wann? Ganze also Ding. Ich frage noch einmal, wann wurde das missbraucht? Was für ein Beispiel, heißt wann missbraucht? Also allein schon, dass es stattfindet, ist der Fehler. Da braucht man nicht Nein, nach das ist Missbrauch kein Fehler. Das ist deine Meinung, dass du gerne hättest, dass es anders ist. Ja, natürlich. Ja. Natürlich sollte es anders sein. Sowas darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Also wenn du dich fragst, wie kann sowas in der Türkei beispielsweise oder in Aserbaidschan von mir aus oder in anderen autoritären Staaten passieren, dass dort Medien zumachen und alle anderen ihre Klappe halten, genau so passiert es, dass man sagt, das sind doch Radikale, ist doch richtig, dass man denen die Zeitung zumacht. Warum sollte das Innenministerium sowas nicht entscheiden dürfen? Doch genau so passiert das, genau so, dass die Leute sich nicht für die, also beziehungsweise andere Medien sich nicht für die Pressefreiheit stehen, sondern solche Zensur noch bejubeln und beklatschen, denn das sind ja die bösen Extremisten, denen das passiert ist. Genau so passiert das. Ich finde, noch einmal, ich sag's dir noch einmal, ich persönlich sehe bis jetzt keinen Missbrauch. Du sagst, dass die Ausübung des Innenministeriums, die ja schon mehrmals geschehen ist und die irgendwie da zum Standard gehört mittlerweile, dass das eigentlich so nicht sein sollte. Also jetzt es gab kannst ein paar du, Abfälle von nachdem das seit 2005, also nachdem das seit 2005 unter verschiedenen Ministern schon gemacht wurde, ja, ist das jetzt mittlerweile zum Standard geworden, wenn es schon viermal passiert ist. Dann ist es jetzt das fünfte Mal, okay, gut. Und der Punkt ist, ich sehe bis jetzt kein einziges Mal, wo das missbraucht wurde. Und dadurch, dass ich nicht sehe, dass es missbraucht wurde und es sozusagen der Normalität entspringt, müssen wir zuerst mal sagen, dass das zu einem Rechtsstaat sehr wohl dazugehört, weil das ist seit langer Zeit so und das ist vollkommen rechtens bis jetzt gewesen, ist es wahrscheinlich auch in diesem Fall. Und also es ist nichts gegen den Rechtsstaat. Was du machen kannst, ist, dass du sagst, ich hätte es gerne anders. Ja, darüber können wir gerne Frage, reden. Ist die Türkei ein Rechtsstaat? Wie bitte? Ist die Türkei unter Erdogan jetzt ein Rechtsstaat? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Türkei nicht aus. Ach so, okay. Nehmen wir mal ein Land, mit dem du dich gut auskennst. Sag mal eins, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall kein Rechtsstaat. Fällt mir jetzt keins ein, wo ich eine Expertise hätte, das zu beurteilen. Aber in Deutschland bist du dir absolut sicher, dass, wenn der Innenminister einfach sagen kann, die Medien sollen zu sein, die Medien sollen auf sein, das geht alles mit rechtsstaatlichen Prinzipien einher. Yep, absolut. Gut, finde ich katastrophal. Sehen auch die meisten Juristen, die ich mir angeschaut habe, vollkommen anders, aber... Welche Juristen waren ja, das? Ja, wir sind beide Volker Böhne-Nessler beispielsweise von der Uni Oldenburg. Volker Böhne-Nessler, der war von der Uni Oldenburg. Volker, wie schreibt man den? Warte, ich schicke dir den, ich schicke ihn dir mal. Oder werden die Leute in deinem Chat schon raussuchen? Ich kann ihn dir auch gleich schicken. Bijan, der hat auch Jura studiert, der war davon auch alles andere als begeistert. Den kennst du ja. Was Bijan redet, interessiert wirklich niemanden. Echt? Also. Ja, wir reden hier von Juristen. Jetzt nehme ich mal mit, der was mit Jura studiert hat. Nein, komm. Nein. Bijan, tut mir leid. Nein. Bijan ist in erster Linie ein Troll und in erster Linie ist einfach ein, wie hat er das genannt, System, Systemtester oder wie hat er das genannt? System, nicht Systemstörer, sondern System, ach, keine Ahnung. Hacker, Systemhacker. Und nicht Jurist. Was der da sagt, das kannst du vergessen. Penetrator, richtig, ja. Systempenetrator, also das kannst du vergessen, was der redet. Er ist Künstler in erster Linie, meiner Meinung nach. Also ich habe mir das von Anwalt Jun angeschaut, zum Beispiel vorher. Ja, und der hat gesagt, das ist in der Grauzone. Der hat gesagt, das ist höchst unsicher, ob das durchkommt oder nicht. Nein. Doch, schaut euch das Video an. Der sagt, er würde sagen, es wird wahrscheinlich durchkommen, aber es ist unsicher. Also die Ministerin betrifft diese Grauzone. Ja, aber er hat nie was von einer Grauzone gesagt. Nie. Ich weiß nicht, ob das seine genaue Wort war. Ihr könnt euch ja alles Video ansehen von Anwalt Jun. Aber du framest das so, hätte er gesagt, dass das komplett nicht dasteht und so Dings. Nein, das hat er nie gesagt. Es ist eine Abwägungssache. Er sagt das, was alle Juristen sagen. Du musst dir die Pressefreiheit gegen den Schutz der Verfassung abwägen.
Anwalt Jun bewertet, glaube ich, auch Kompakt ein bisschen anders als die anderen Juristen, die ich mir angeschaut habe. Er hat wirklich buchstäblich gesagt, dass das alles wahrscheinlich komplett rechtens ist. Er hat das Gegenteil gesagt. Ja, er hat gesagt, es ist wahrscheinlich rechtens, aber es ist trotzdem eine Abwägungssache. Das hat er gesagt. Das ist nicht das Gegenteil. Sicher, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist alleine schon die Abwägungssache. Das heißt nicht, dass es keine Grauzone ist. Es ist allein schon eine Abwägungssache aus dem einfachen Grund, weil es immer eine Gegenposition geben muss. Allein schon deswegen, aus juristischer Sicht, muss es eine sozusagen Gegendarstellung geben können. Ja? Wie gesagt, wir sind beide keine Juristen, deswegen können wir, also, und Jura ist ja das Fach, das wo man richtig am schlechtesten. Hey, du hast gesagt, dass es nicht rechtsstaatlich ist. Ich habe das nicht gesagt. Wie gesagt, wenn es laut aktuellem Recht möglich sein sollte, dann muss dieses Recht schleunigst geändert werden und der Innenministerin müssen diese Kompetenzen entzogen werden. Warum? Weil Faeser nicht entscheiden sollte, was legal publiziert werden darf und was nicht. Was ist daran so schwer zu verstehen? Sollte ein anderer Innenminister das entscheiden? Nein. Gar keiner. Wenn wir jetzt eine CDU-AfD-Koalition kriegen, traust du Höcke zu, das zu entscheiden? Fragen wir mal so. Nein, absolut. Absolut nicht, nein. Deswegen ist es ja wichtig, damit man Höcke nicht bekommt, Magazine wie Kompakt einzuschränken. Damit die AfD nicht gewählt, also damit eine demokratische Partei nicht gewählt wird, soll man... Soll das Innenministerium, das jetzige Ministerium, das Recht haben, die Opposition, Oppositionsmedien zu zensieren? Nein, was ist das denn? Sondern doch, nein. Das hast du gerade vorgeschlagen. Nein, sondern es sollen Menschen nicht aufgehetzt werden und verblödet werden. Und du darfst Menschen völlig legal verblöden und aufhetzen. Das ist völliger Unsinn, was du gerade sagst. Du darfst Menschen völlig legal aufhetzen und verblöden. Solche Artikel würden zu einer absolut totalitären Einschränkung der Meinungsfreiheit führen, was du hier gerade vorschlägst. Ja, und der Innenminister darf einfach, wie du siehst, einfach Kompakt sperren. Also reden wir darüber, was wir uns wünschen, oder reden wir darüber, was man darf und nicht darf? Es ist eine Katastrophe, wenn er das dürfen sollte. Wie gesagt, ist unter Juristen umstritten. Das muss vor Gericht geklärt werden. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist das eine Katastrophe. Da muss das rückgängig, also da muss ein neues Recht eingeführt werden, in dem das nicht mehr möglich ist. Das ist hier der Punkt. Schau, du, es ist eine ganze Institution, das Innenministerium. Es ist nicht eine Person. Ich sag's dir noch einmal. Es ist nicht eine Person. Und die entscheidet nicht einfach über die Köpfe von allen anderen hinweg. Ja, wer weiß, das wurde jahrelang vorbereitet wahrscheinlich. Ja, monatelang, definitiv jahrelang wahrscheinlich, dieses Verbot. Und glaub mir, die haben das sicher gut durchdacht, was sie da tun. Es ist nicht spontan passiert von einer Sekunde auf die andere. Es war keine probieren wir es Entscheidung, sondern sie haben wirklich gewartet, bis sie genug hatten. Diese ganzen Untersuchungen und all diese Dinge, die da stattfinden, die von Verfassungsschutzseite stattfinden und von Polizeiseite und hin und her, diese ganzen Durchsuchungen und bla bla bla. Ja, das muss von irgendwoher organisiert und orchestriert werden. Und das wurde von dieser Seite gemacht. Und es geht nicht darum, einfach die Opposition stillzulegen, sondern es geht darum, jemanden, der Meinungsfreiheit meiner Meinung nach missbraucht, einzugrenzen und zu sagen, nein, so nicht. Und das finde ich vollkommen korrekt. Was soll denn dieses manipulative Framing von missbrauchen schon mal? Man hat erstmal Meinungsfreiheit. Du hast erstmal Grundrechte, auch wenn du ein Verfassungsfeind bist. Meinungsfreiheit hat Grenzen. Meinungsfreiheit hat Grenzen. Und wenn du versuchst, diese Grenzen zu verschieben oder zu umgehen, dann missbrauchst du Meinungsfreiheit. Die werden aber nicht per Federstrich von der Innenministerin festgelegt. Diese Grenzen, die stehen in unserem Gesetz. Framing ist, wenn man die ganze Zeit Nancy Faeser sagt. Das ist Framing. Wer unsere Innenministerin ist, dann ist das Framing. Das stimmt natürlich. Welche Positionen da gerade in Macht sind. Wie gesagt, das wurde... Stell dich nicht dumm, bitte. Nancy Faeser bitte stell dich nicht dumm. Du verstehst, was ich dir sagen will. Nein, du stellst dich dumm. Das ist ja das ganze, Punkt. Nein, du kommst dann hier mit dem Machtkomplex. Nein, es ist relativ einfach. Nancy Faeser fällt letztlich die Entscheidung. Sie ist die, die an der entscheidenden Stelle setzt. Da kann auch wer anders sitzen, der trotzdem die Entscheidung gewinnt. Nancy Faeser, souverän. Nein, lass mich kurz ausreden, hör auf zu herum zu brüllen. Nancy Faeser die ganze Zeit zu sagen, ist einfach dämliches Framing, das von einem extrem komplexen Umstand, der hier stattfindet, von so vielen Parametern, von denen das sozusagen besteht, runterzukürzen auf einen Namen. Das ist einfach, was du tust und was die rechte Seite tut. Und
das ist lächerlich, das ist infantil. Und ja, es gibt Rechte, die fallen darauf rein, ich falle nicht darauf rein, auf dieses dumme Framing. Ja, politische Theorie, Entscheidungstheorie ist einfach nur rechte Propaganda, ich weiß. Völlig absurd. Nein, wie gesagt, Nancy Spielzer sitzt an der Entscheidungsstelle, sie kann diese Entscheidung fällen. Es ist wirklich, das ist der Punkt. Du argumentierst, und du sagst, es sei komplex, es ist aber nicht komplexer. Es ist sehr komplex. Es ist einfach sehr komplex. Wir müssen so viele Sachen überlegen und du reduzierst alles darauf, hey, es ist egal, was sie getan haben, es ist egal, was sie gesagt haben, es ist egal, gegen wen sie gehetzt haben, ob sie zum Umsturz gerufen haben, all das ist egal, aber Nancy Faeser. Hey, Bruder, komm, Junge, auf dieser Ebene kannst du mit rechten Demagogen reden. Aber für mich ist das einfach viel zu billig. Viel zu durchschaubar. Du bist viel intelligenter, aber du gehst nicht auf diesen einfachen Punkt ein. Es geht nicht um intelligenter, ich lasse mich nur nicht verarschen. Sondern du bringst ein stark moralisierendes Framing, um dann Einschränkung der Meinungsfreiheit rechtfertigen zu können. Und das finde ich einfach katastrophal. Es ist keine Meinungsfreiheit. Nein, es gibt keine Meinungsfreiheit für Leute, die gegen Menschenrechte, so wie das vorgeworfen wird von Nancy Faeser, wie ich das verstanden habe, die gegen Menschenrechte gehen und nicht von einem Umsturz reden. Also kurz gesagt, nicht okay sind mit unserer Demokratie. Nein, für die gibt es keine Meinungsfreiheit. Nope. Nein. Ja, welcher Grundgesetzartikel verbietet jetzt Polemik? Wieso? Was hat das mit Polemik zu tun, wenn du zum Umsturz aufrufst? Das heißt, was zum Umsturz. Polemik, also Elsässer, ich weiß nicht, ob er auch von Umsturz geredet hat, aber er hat Sturz des Regimes gesagt und Sturz des Regimes kann einfach mit Abwahl der Regierung übersetzt werden in einer wohlwollenden Interpretation. Nein, kann und wenn es, du, jetzt lass mich bitte ausreden. Wenn du Grundrechte nein, kann einschränken es nicht. Das willst, stimmt doch, nicht, du wenn du lügst Grundrechte, einfach, das nein, stimmt nein, 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 nein. Wenn du Grundrechte, doch, das stimmt, wenn du Grundrechte einschränken nein. willst. Dann, ich erkläre dir gerade, warum die wohlwollendste, du machst dich darüber ja immer lustig, wenn ich die Google-Umsturz, es ist ganz klar definiert. Google-Sturz, ich kann dir nur das Gleiche sagen. Google-Sturz-Definition, da wird dir bei der zweiten Bedeutung dann Abwahl eines Ministers oder einer Regierung genannt. Wenn du Sturz googelst, dann kommt schon das. Wie gesagt, es ist auch völlig egal, halt, was Google dir da ausspuckt. Halt, wie gesagt, wir kennen doch beide die Wörter egal. Sturz und es Umsturz. Ist nicht egal. Das ist auch eine gewaltfreie Interpretation dieser Begriffe geben kann. Das ist es doch wohl ist klar. Aber jetzt lass mich egal. Doch noch mal zu der entscheidenden Stelle es zurückkommen. Es ist nicht egal. Nein, Moment. So gehst du mir hier nicht raus. Nein, tust du nicht. Hier steht Umsturz, die Definition ist gewaltsame grundlegende Änderung der bisherigen politischen Ordnung. Ähnlich Putsch, Rebellion, Revolte, Revolution, Staatsstreich, Volksaufstand. Nirgendwo steht Wahl. Nirgendwo. Wir wissen beide. Umsturz, durch Misstrauensvotum, erzwungenes Abtreten einer Regierung, eines regierenden Ministers, den Sturz der Regierung, eines Ministers vorbereiten, herbeiführen, den Sturz der Monarchie erzwingen, wie gesagt, das wäre dann gewaltsam, also es kann tatsächlich demokratisch oder gewaltsam sein, es sind beide Möglichkeiten möglich. Danke, Mannerzwerg, für den Raid an der Stelle. Wenn du Regierungssturz eingibst, dann spuckt dir Wikipedia als erstes Putsch. Ein Putsch oder Staatsstreich ist eine illegale, meist gewaltsame und überraschende Aktion von Angehörigen des und so weiter. Es gibt keinen Sturz. Du kannst nicht einfach Sturz alleine googeln, das ist ja absurd. Was heißt Sturz alleine? Ich habe es in meinem Stream gerade eingeblendet. Aus dem Fenster. Was? Ich habe es hier in meinem Stream gerade eingeblendet für alle, die es sehen wollen. Jetzt muss ich mir das anschauen. Dann lasse ich es nochmal kurz eingeblendet. Ist ja auch egal, was da irgendwelche Definitionen als erstes ausspuckt. Es ist nicht egal. Es gibt keine Definition, die sich im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Du hast mich nicht mal ausführen lassen, du hast mich sofort unterbrochen. Lass mich doch mal ausführen, warum die wohlwollendste Interpretation, die, wie gesagt, sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, warum die so relevant ist. Wenn du Grundrechte einschränken willst, dann musst du die wohlwollendste Interpretation nehmen, weil der Verlust von Grundrechten nichts ist, was du einfach leichtfertig dir nichts beschließen kannst, sondern was gut begründet sein muss. Wenn es eine wohlwollende Interpretation gibt, die sich im Rahmen der Gesetze bewegt, warte dann kurz, ich kann dir nicht zuhören, wählen, ich lese, bevor warte, man bitte, Grundrechte bitte, warte, einschränkt. Warte, ich muss das zuerst klären hier, ja? Durch Misstrauensvotum erzwungenes Abtreten einer Regierung, eines regierenden Ministers, den Sturz der Regierung, eines Ministers vorbereiten, herbeiführen, den Sturz, Abschaffung der Monarchie erzwingen, etwas führt zum Sturz eines Regimes. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, außer, dass deine wohlwollendste Interpretation hier schon extrem fragwürdig ist. Ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, den ich da fragen muss,
Wieso sollte man bei Leuten, die offensichtlich gegen Muslime und angeblich, das ist ja die Erklärung des Ministeriums, gegen Muslime und also hetzen und antisemitische Narrative verbreiten. Wieso sollte man bei ihnen vom wohlwollendsten Fall ausgehen? Weil man das bei jedem machen muss, weil Rechtsgleichheit gilt. Du kannst nicht einfach so sagen, das sind Feinde, für die gelten jetzt plötzlich die Grundrechte nicht mehr und für die nehmen wir jetzt anderes Recht an. Also die Gleichheit vor dem Gesetz, das ist doch ein Grundsatz unseres Rechtsstaates, ein Grundsatz unserer Verfassung. Gehst du von der wohlwollendsten Auslegung gegenüber Wokis aus? Ja, natürlich, bevor ich denen die Kanäle sperren würde. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht für Kanalsperrungen oder dafür, dass man da der Verfassungsschutz gegen vorgeht. Sowas habe ich ja nie gefordert. Okay, ja. Ich weiß nicht. Spannend. Ich sage nur, dass ich glaube, deine wohlwollenden Interpretationen sehe ich in letzter Zeit nur bei Rechten, sonst bei niemandem. Wenn es um Wokis geht oder bei mir, wo ich vorher geredet habe, hast du immer die so negativste Möglichkeit genommen, aber bei Rechten, bei Höcke, bei Kompakt und so nimmst du die wohlwollendsten Dings. Bei Höcke tust du so, als wüsste man nicht, dass er ein Faschist ist. Bei Kompakt tust du so, als wüsstest du nicht, auf was sie aus sind. Was ist los, Mann? Jetzt schon wieder da. Wie gesagt, ich habe Kompakt nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Warum versuchst warum du mich redest hier jetzt in die du darüber, Ecke wenn, zu du es nicht, wenn du dir das nicht warum hast du dich weil nicht mal hingesetzt? Wie häufig soll ich es denn noch sagen? Weil es darum nicht geht, sondern weil es hier um ein Gut geht, was weit wichtiger ist als irgendwelche konkreten Texte von Kompakt. Sondern weil es hier schlicht und ergreifend um die Pressefreiheit geht. Nein, es geht nicht um die Pressefreiheit, sondern dir geht es einfach darum, etwas gegen diese Regierung zu verteidigen, weil dir die Regierung nicht schmeckt, wie sie ist. Das ist warum alles, unterstellst es du mir wieder irgendeinen Schwachsinn? Weil du Angst hast, weil ich davon ausgehe. Ja, gut, dann unterstell mir ruhig irgendeinen Schwachsinn. Also ja. Ja, ich gehe davon aus, das ist meine Meinung. Ja, weil ich sehe einfach das, was du tust. Schau mir an, wie du dich anderen gegenüber verhältst, wie du dich gewissen anderen gegenüber verhältst. Ich schaue mir das alles an und dann sage ich, ich glaube, dass du auf einer gewissen Position bist, die ich so einschätze. Und jetzt kannst du sagen, nein, bin ich nicht. Ich sehe das anders. Ich schätze das halt anders ein. Gut, dann meine Frage, wem gegenüber habe ich gefordert, dass sein Kanal gesperrt wird, dass seine Partei verboten wird, dass das Magazin verboten wird, also dass da solche Maßnahmen ergriffen werden, wie sie von der Regierung gerade ergriffen werden? Wem anderen gegenüber habe ich das gefordert? Warum fragst du das? Wann habe ich gesagt, dass du das getan hast? Ja genau, das habe ich nicht getan. Ich vertrete für alle die gleichen Grundrechte. Ich vertrete für alle die gleichen Grundstandards. Jeder sollte das Recht auf gewisse Grundrechte haben, die geschützt gehören. Das ist mein Punkt. Findest du, dass Leute auch, keine Ahnung, eine Meinungsfreiheit haben sollen, die Leute dazu aufhetzen, Minderheiten anzugreifen zum Beispiel? Das ist ja Aufruf zu Straftaten. Das gibt es ja gar nicht im aktuellen Gesetz. Also das. Wieso? Man kann das ja irgendwie auch rundherum machen, ohne dass man es je wirklich ausspricht. Sondern dass du einfach ganz genau weißt, um was es geht. Wenn ich dir die ganze Zeit eine Gruppe von Menschen schlecht darstelle und einfach sage, hey, die werden uns ausrotten, wir müssen irgendwas gegen sie unternehmen und, so hetzt du Leute auf. Findest du das okay? Zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit sagst, die Kapitalisten beuten uns aus? Das ist eine Tatsache, das ist was ganz anderes. Ja, das ist eine Tatsache, aber Und außerdem willst du mir hier erklären, dass schon, Kapitalisten dass der vergleichst du Kapitalisten jetzt mit einer Minderheit unironisch? Du weißt schon, dass der Volksverhetzungsparagraf in seiner ursprünglichen Form von Bismarck gegen die Sozialisten eingeführt wurde? Was interessiert das? Ich habe dir eine andere Frage gestellt. Ich habe dich gefragt, findest du es okay, dass zum Beispiel Faschisten, Nazis, Wurscht, Neonazis, dass die einfach da draußen herumlaufen und dass sie hetzen gegen Juden beispielsweise und Leute immer mehr aufhetzen, ihnen erzählen, ja, hinter allem stecken Juden und bla bla bla, was auch immer. Und das ist aber, halten sich immer im nicht strafbaren Rahmen, aber wir alle sehen, was sie da gerade aufführen. Und du würdest sie einfach so weitermachen lassen, würdest sagen, hey, schau, es ist ja alles rechtlich okay und Meinungsfreiheit. Findest du das in Ordnung? Du hast gerade gesagt, es bewegt sich im nicht strafbaren Rahmen. Ja, würde ich jetzt mal fragen, welche Äußerungen, wie du sie gerade beschrieben hast, würden sich denn im nicht strafbaren Rahmen bewegen? Also Hetze gegen Juden, das fällt ja wahrscheinlich unter den Volksverhetzungsparagrafen, der sich ja sowieso sehr, sehr allgemein auslegen lässt, der sich sehr, sehr breit auslegen lässt. Also die Fälle, die du hier gerade beschreibst, die gibt es in der Realität so wahrscheinlich gar nicht. Ich frage noch einmal.
Natürlich gibt es diese Fälle, wie viel du willst. Oh mein Gott, wie viele Leute gibt es da draußen, die anfangen, das gegen Juden, gegen Moslems, gegen ähnliche Leute zu hetzen, hey. Und so zu tun, als wäre die Lösung nur darin, diese Leute abzuschaffen. Komm, wirklich, echt jetzt. Was heißt, diese Leute abzuschaffen? Also das ist ja jetzt schon Forderung nach Völkermord. Das ist auf jeden Fall Aufruf zu Straftaten und Volksverhetzung. Das ist beides. Das ist beides illegal. Oder beziehungsweise sie auf andere Arten loszuwerden und so weiter und so fort. Einfach das Problem loszuwerden. Komm schon, du verstehst schon, wovon ich rede. Da gibt es genug Rechte da draußen, die das machen. Forderungen nach einer ethnischen Säuberung fallen auch unter Volksverhetzung und Aufruf zu Straftaten. Beides illegal. Darfst du beides nicht machen. Sag mal, wirklich, stellst du dich so dumm oder was ist los mit dir? Du verstehst doch, was ich dich hier frage. Gehört es zur Meinungsfreiheit, wenn jemand das Scheißgesetz umgeht und nicht explizit etwas sagt, sondern einfach rundherum hetzt? Fällt das für dich unter Meinungsfreiheit? Wenn du ihm also unterstellst, der würde was sagen. Wenn ich ihm unterstelle. Ja, wenn unterstellst. Nein, die Frage ist, er tut das. Und es ist offensichtlich erkennbar, dass er das tut. Es ist aber außerhalb des strafbaren Rahmens. Gehört das zur Meinungsfreiheit? Wenn es außerhalb des strafbaren Rahmens ist, ja, selbstverständlich. Das ist doch der ganze Punkt, dass Recht einheitlich gelten muss. Okay, und das sehe ich aber nicht so. Ich denke, dass die Meinungsfreiheit, deine Meinungsfreiheit, auch wenn du einen Weg um die Gesetzeslage gefunden hast, dass du gegen andere hetzt und Leute aufhetzt, um andere Minderheiten anzugreifen und zu diskriminieren, dass du dennoch verboten werden solltest, auch wenn das nicht im Gesetz ist, auch wenn du einen Weg gefunden hast, ein Schlupfloch durch das Gesetz zu finden. Ja? Ich denke, da hört deine Meinungsfreiheit auf bei deinen Absichten. Wenn du Absichten hast, anderen zu schaden, die Demokratie zu destabilisieren und ähnliches. Und selbst wenn du das so machst, dass du irgendwo im legalen Rahmen bist, gehörst du trotzdem abgeschottet. Das ist, du hast dich außerhalb der Demokratie begeben. Ja? Wer entscheidet das dann, das Innenministerium? Ja, die zuständigen Organe, die für die Sicherheit zuständig sind und in weiterer Folge dann ein Gericht. So wie dich zuerst eine Polizei verhaftet am Tatort und dann später gibt es eine Verhandlung, wo wir feststellen, ob das gerechtfertigt ist. Ja. Also wenn sofort all deine Vermögenswerte eingefroren werden, deine ganzen Publikationen gesperrt werden, deine ganzen Social-Media-Kanäle gesperrt werden, dann gibt es nicht erst die Verhandlung, sondern dann kommt erst die Strafe und dann kannst du hinterher dagegen klagen. Das ist doch eine Umkehrung der Unschuldsvermutung. Und genau da liegt das ganze Problem. Aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Also wie gesagt, dein Vorschlag, der würde, auch wenn dir das vielleicht nicht bewusst ist, in einen vollkommenen Willkür- und Unrechtsstaat führen, der einfach jede Regierungskritik sofort sperren könnte. Das ist die Folge von dem Vorschlag, den du ihn doch... Und das ist jetzt genau der Punkt. Das ist die jetzt Folge redest von dem Vorschlag, wie du ihn hier unterbreitest. Jetzt redest du von Willkür. Und der Punkt ist, genau das ist, was ich vorher gemeint habe. Wenn du Willkür sagst, dann müssen wir auf die Gründe schauen. Und wenn wir auf die Gründe schauen, dann werden wir erkennen, dass kein Verbot einer jeglichen Zeitschrift oder was auch immer, die wir bis jetzt gesehen haben, vier waren es insgesamt, war ohne Grund, war willkürlich. Nichts davon war willkürlich. Alles war gut begründet. Genauso ist es bei Compact wirklich gut begründet eigentlich. Es ist kein Problem. Es ist nicht willkürlich. Mit Willkür hat es nichts zu tun. Gesagt, darüber, auf diese Ebene wollte ich mich gar nicht bewegen. Du unterstellst mir trotzdem, ich hätte dazu was gesagt. Also wie gesagt, dieses Unterstellen niederer Motive, dieses Unterstellen von Positionen, die ich nicht habe. Aber nicht zu unterstellen. Wenn du über Willkür reden willst, müssen wir... Doch, du schon im Streamtitel. Ich habe dir auf Twitter noch geschrieben, mir geht es alleine darum, dass die Innenministerin nicht entscheiden sollte, was gesperrt wird und was nicht. Und du unterstellst mir im Streamtitel, ich würde Compact verteidigen. Nein, ich verteidige nicht Compact. Nein, ich habe mich zu Compact gar nicht inhaltlich geäußert. Ich habe gesagt, ich bin kein Compact-Leser. Verteidigst du das Recht von Compact auf die Meinungsfreiheit? Ja, selbstverständlich. Genauso wie ich das Recht von jedem Wokey, von jedem Kommunisten, von jedem Libertären, von jedem Anarchisten auf die Meinungsfreiheit. Da verteidigst du das Recht von Compact, offensichtlich, ja. Jeder hat sollte dieses Recht haben. Ja, also auch Compact. Du verteidigst auch Compact, ja. Alles gut, oder? Du bist für Grundrechte, also verteidigst du Faschisten, denn die haben dann auch Grundrechte. Das ist so eine vollkommen bescheuerte Logik, versuchst, in eine rechte Ecke zu stellen. Das ist allein vollkommen manipulatives Framing. Ich habe echt keine Lust, auf dieser Ebene mit dir Debatten zu führen. Also, ich denke nicht, dass Faschisten Grundrechte so haben wie andere. Denke ich nicht, nein. Gut, wenn du ein ausführender Faschist bist, wenn du ausführst Faschismus und Faschismus umsetzen versuchst,
Finde ich nicht, dass du so einfach alle Rechte haben solltest auf Meinungsfreiheit und alles andere. Denke ich nicht, nein. Ja, und wer entscheidet dann, wer Faschist ist? Nancy Faeser. Sind wir wieder beim alten Problem. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Nancy Faeser, ja. Okay, ja, stimmt, Faeser. Nancy Faeser. Ja, ja, okay. Ja, ja, Merkel muss weg, Alter. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ne? Es ist einfach die gleiche debile Aussage, Nancy Faeser, wie zu sagen, Merkel muss weg. Es ist eine genau Tatsache. Die sie sitzt Aussage. An der entscheidenden Stelle. Ich weiß nicht, wie häufig ich es noch sagen muss. Sie unterschreibt dann entsprechend diese Beschlüsse. Sie sitzt an dieser Stelle, da kann auch wer anders sitzen. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie eine böse Person ist, dass sie irgendwelche besonderen Eigenschaften hat. Es liegt nur daran, dass sie an dieser Stelle sitzt. Dann sagt der Posten des Innenministers, der Innenministerin, aber sag nicht Nancy Faeser. Warum nennst du dann ihren Namen, wenn es nicht um sie geht? Ja, wer ist denn gerade Innenministerin? Nancy Faeser offensichtlich. Ja, aber dann geht es dir offensichtlich um sie und nicht um, dann sag einfach, der Innenminister sollte das nicht entscheiden und fertig. Dann reden wir nicht mehr über Nancy Faeser. Alle wissen doch, worum es geht. Weil auf der rechten Seite wird gegen Nancy Faeser gehetzt, wie gegen Merkel gehetzt wurde, wie einfach jedes Mal gegen Einzelne gehetzt wird, damit man sich das System nicht anschauen kann und soll, was sie dann übernehmen wollen und weiterführen wollen, so wie es ist, nur autoritärer. Deswegen wird gegen Einzelpersonen gehetzt und ich bin nicht bereit, mich an diesem Scheiß zu beteiligen, an diesem infantilen Dreck. Wenn man sich das System anschauen will, dann muss man sich eben Machtpositionen anschauen. Und du hast als Innenministerin Nancy Faeser ist keine Machtposition. Innenministerin ist eine Machtposition. Doch. Ja, aber genau. Und da ist gerade Nancy Faeser. Das ist genauso, du darfst nicht, also das ist genauso dieser Schwachsinn, den die Antideutschen sagen. Ja, du darfst nur den Kapitalismus kritisieren, aber keine Namen von einzelnen Kapitalisten nennen. Denn wenn du die nennst, dann ist das personifizierte, ganz böse, verkürzte Kapitalismuskritik. Ist der gleiche Schwachsinn, den du hier gerade bringst. Nur halt dann auf staatlicher Ebene. Also, was soll ich dazu sagen? Gut. Okay. Wurscht. Ja, mach einfach weiter. Verteidige einfach weiter Rechte und. Erwin, ich habe darauf keine Lust mehr. Ich weiß nicht, was du gegen mich hast. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber dass du hier in so einer Art und Weise gegen mich hetzt, dass ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe nichts gegen dich. Doch, anscheinend ja schon. Wieso drückst du mich in die Ecke, wo ich nicht hingehöre? Was soll dieser Schwachsinn? Deine Positionen sind vollkommen lost. Ich habe nichts gegen dich. Absolut nichts. Ich bin für Meinungsfreiheit. Total lost, ja. Nein. Du übersiehst die Gefahr für Demokratie und also die Demokratiegefahren, die es von rechtsextremer Seite gibt, spielst du komplett unter den Teppich und erklärst mir irgendwas von Meinungsfreiheit. Bro, das ist einfach so entweder naiv oder ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach lächerlich. Ja, das ist lächerlich, einfach sich auf die Seite gegen Nancy Faeser zu stellen, wirklich nicht mal gegen das Innenministerium, sondern gegen Nancy Faeser zu stellen und dann einfach zu sagen, Kompakt sollte weiter bestehen. Junge, Alter, das ist so absurd. Und dann sagst du auch noch, dass du noch nie irgendwas gelesen hast von Kompakt und eigentlich gar nicht weißt, wovon du redest. Junge, das ist absurd. Das ist der ganze Punkt, dass es darum nicht geht. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären und du verstehst es nicht. Ich verstehe es, aber genau weil ich es verstehe, finde ich es so scheiß absurd. Es ist absurd. Das ist einfach so, als würde man einfach irgendwie, nach der Regel könntest du losgehen und könntest einfach sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, lasst Hitler reden. Ich weiß zwar nicht, was er sagt, aber grundsätzlich sollte er reden. So, weil mir ist wurscht, was er sagt, weil jeder soll reden. So null Sinn einfach. Alter, es kommt schon darauf an, was ein Mensch sagt. Rede von Hitler. Dass man sozusagen dann beurteilen kann, ob der reden sollte oder nicht. Da solltest du schon mal zuhören, was der so redet. Ja, dass du hier jetzt schon wieder die Hitlerkeule auspackst. Jede Rede von Hitler in der Weimarer Republik Jede Rede von Hitler in der Weimarer Republik würde in der Bundesrepublik gegen geltende Gesetze verstoßen. Also dagegen sind wir schon geschützt. Ich zeige dir auf, wie dumm deine Position ist und du sagst, ich hol die Hitlerkeule raus? Nein. Ich zeige dir nur, dass ich habe dir doch gerade aufgezeigt, dass dein Argument vollkommener Schwachsinn ist. Nein, ist es nicht. Es ist kein Schwachsinn. Ich sage nur, es kommt sehr wohl darauf an, welche Absichten wer hat und was er redet, ob man ihn reden lässt oder nicht. Und du sagst, nein, es ist scheißegal, wer redet. Ja gut, nach deiner Logik würde man dann Hitler auch reden lassen. Und ja, aber ich sage, nein, das ist offensichtlich nicht gut, so etwas zu tun. Man sollte ihm die Fresse stopfen und sagen, halt die Goschen.
Rede nein, nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es gibt doch ein, also ich bin doch keine Meinung, du unterstellst mir schon wieder eine Extremposition, die ich nicht habe. Was soll dieses ständige Unterstellen von Positionen? Also wir haben jetzt, lass mich doch mal ausreden, jetzt lass mich doch mal ausreden. Nein, hast du gesagt oder hast du nicht gesagt? Du unterstellst mir gerade schon wieder eine Position, lass mich ja, doch mal eine Position machen. Ja, du lügst, dass ich dir das unterstelle, nein, natürlich unterstellst du mir das. Du unterstellst, ich würde sagen, wir sollten Hitler reden lassen. Das habe ich gar nicht gesagt. Wir haben auch in der Bundesrepublik Gesetze, die die Meinung Hast du gesagt oder hast du nicht gesagt, dass es egal ist und unabhängig von Inhalten, ob jemand reden darf oder nicht? Ja, was heißt von Inhalten? Also wenn du zu Straftaten aufrufst, dann ist das doch auch eine Straftat. Dann ist das doch schon noch illegal. Einmal, hast du nicht gerade gesagt, ich habe gesagt, Kompakt, du hast jetzt ja die Inhalte durchschauen müssen, du sagst, die Inhalte sind irrelevant. Gut, wenn Inhalte irrelevant sind, dann sind Inhalte irrelevant, dann sind sie bei Hitler auch irrelevant. Nein, und dann so habe ich so absolut, du unterstellst ist. Meine Aussage schon wieder in Absurdität, die ich nicht hatte, die diese okay. Aussage nicht okay. hatte. Du unterstellst hier schon wieder was. Also du bist offensichtlich nicht in der Lage, mir vernünftig zuzuhören. Du bist offensichtlich nicht in der Lage, sinnend dem zu hören, was ich sage. Ich sage, wenn es um dieses Verfahren geht, dass die Innenministerin jetzt einfach per Federstrich entscheiden kann, die Zeitung wird gesperrt, okay, die nicht, dann ist es egal, welche Inhalte diese Zeitungen vertreten, dann ist dieses Verfahren an sich schon abzulehnen. Wenn es aber um grundsätzliche Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Gesetze geht, die dann von Gerichten bewertet werden, ja, da geht es natürlich um die Inhalte, ob sie halt mit diesen Gesetzen in Übereinklang stehen oder nicht. Okay, alles klar. Finde ich gut. Gute Position. Weiter so. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, okay. Wie gesagt, ich würde dir gerne erklären, dass das keinen Sinn ergibt, zu urteilen über ein Verfahren, einfach da nicht, weil du sagst, dein Innenminister sollte sowas nie bestimmen. Okay, Bro, das ist deine Position. Da brauchen wir ja nicht weiter diskutieren. Du bist ja auch nicht interessiert daran, zu überlegen, ob das sinnvoll ist, was du sagst, sondern du sagst einfach, das ist so unfertig. Okay, Bro, nein, cool, dann siehst du das so, ist cool, alles gut. Du hast ein stark moralisierendes Framing im Sinne von, ach, die sind rechtsextrem, die sollten keine Grundrechte haben. So habe ich es verstanden. Das ist keine Moral. Das hat das mit Moral zu tun, dass wenn ich in einem demokratischen System bin und jemand demokratiefeindlich ist. Was ist das mit, das hat nichts mit Moral, das sind reine Interessen. Ich habe keinen Bock, dass die Demokratie destabilisiert wird von Rechtsextremen. Was hat das mit Moral zu tun? Wer entscheidet, wer rechtsextrem ist? Das ist ein reines Interesse. Wer entscheidet, was rechtsextrem ist? Okay, Bro, okay, niemand entscheidet, was rechtsextrem ist. Bro, wir wissen nicht, was links ist, was rechts ist. Hey, wer entscheidet, was ein Mikrofon ist? Wer entscheidet, dass gerade ich rede und nicht du? Wer weiß sowas schon? Wir wissen gar nichts. Hey, ich weiß nur, dass ich nichts weiß, oder? Das ist doch lächerlich. Wer entscheidet, was rechtsextrem ist? Komm schon, bitte. Die Begriffe sind immer umkämpft. Das geht auch gar nicht anders. Das ist ja das Wesen von politischen Begriffen. Und deswegen ist es extrem problematisch, einer Innenministerin in die Hand zu geben, ob sie entscheidender, ob sie Begriffe definieren darf und nach diesen Begriffen dann Leute, die sie diesen Begriffen zuordnet, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die hat doch keine Begriffe definiert. Rechtsextremismus ist doch schon lange definiert. Das hat doch nicht die Nancy Faeser definiert. Du brauchst es aber nicht umdefinieren, um Kompakt dort einzustufen. Es war zuerst ein Verdachtsfall auf Rechtsextremismus durch den Verfassungsschutz und dann hat das der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Was willst du da diskutieren? Der eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums ist. Okay. In Wirklichkeit gibt es keine Rechtsextremen, möchtest du sagen. Gut, passt. Okay. Gott, was soll denn schon wieder diese Unterstellung? Kannst du nicht einmal gegen die realen Positionen... Aber das ist die Folge davon. Nein. Aber das ist die Folge, wenn ich dir sage Rechtsextreme und du sagst, wer bestimmt das? Okay, niemand. Dann gibt es keine Rechtsextreme. Dann gibt es keine Definition. Dann gibt es gar nichts. Was soll diese Unterstellung? Ja, okay. Ja, wirklich. Alles Unterstellungen, Mann. Nein, kannst du nicht sachlich diskutieren? Kannst du nicht gegen die Position, die ich tatsächlich habe, argumentieren. Warum argumentierst du die ganze Zeit Position, gegen die Position, die du mir unterstellst, die ich aber gar nicht habe? Ich argumentiere ja gegen deine Position. Nee, machst du deine eben Position, nicht. Wenn ich zu dir sage, Rechtsextreme sind Feinde der Demokratie und du kommst zu mir und sagst, wer bestimmt, wer rechtsextrem ist. Junge, hör auf, einfach Scheiße zu labern. Das ist doch dummes Gelaber. Was laberst du? Wir wissen doch, was rechtsextrem ist.
Was verarschst du mich hier? So mit komm, definier was. Das ist einfach, als würde ich mit Schlomo reden. Und dann bin ich einfach da und dann sage ich zu ihm, erst Rechtsextreme, ja, wer ist rechtsextrem? Es gibt eine Definition von Rechtsextreme. Ja, aber die bestimmt ihr Wokis. Okay, komm, fuck off einfach. Was ist das für ein Gespräch? Das ist doch lächerlich. Nee, das ist ergibt es nicht doch lächerlich? Keinen Sinn. Na doch, es ergibt sehr viel Sinn. Nein, es ergibt, was für einen Sinn ergibt das, außer dass du einfach vollkommen ein Gespräch unmöglich machst, indem du sagst, dass es meinen Begriff gar nicht definieren kann, der einfach eine politische Position bestimmt. Das ist doch lächerlich. Wie sollen wir dann diskutieren? Du kannst versuchen, ihn zu bestimmen, aber diese Bestimmung ist eben umkämpft. Und das jetzt zu leugnen und zu sagen, man könne das neutral definieren, ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du sagst, man kann das neutral definieren. Ich habe nie gesagt, dass man neutral definieren kann. Gut, wenn das nicht deine Position ist, dann weißt du ja offensichtlich um die Dinge, die ich gerade beschrieben habe. Dann sind dir die Probleme doch offensichtlich klar. Ja, aber wir reden darüber, dass Rechtsextreme eine Gefahr für die Demokratie sind und du sagst mir, es ist korruptionsanfällig zu bestimmen, was Rechtsextreme sind. Das ist doch vollkommen lost. Jetzt könnte ich dir zu sagen, ja, aber es ist auch korruptionsanfällig, wenn man überhaupt in die Politik geht, weil man könnte dich bestechen. Siehst du, wie sehr das stimmt, was ich gesagt habe, aber siehst du, wie sehr das keinen fucking Sinn ergibt in dem Gespräch? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun, was du gerade gesagt richtig, hast. Genau. Richtig, das ist genau der Punkt. Ja, ja genau, es hat damit nichts zu tun. Ja, richtig, ja. Richtig. Ja, genauso wie es nichts damit zu tun hat, wer rechtsextrem bestimmt, wenn wir darüber reden, ob Rechtsextreme gefährlich für die Demokratie sind. Es geht nicht darum, ob Rechtsextreme gefährlich. Natürlich sind Rechtsextreme, so wie wir beide sie hoffentlich verstehen, ich hoffe, da haben wir eine ähnliche Definition. Natürlich sind die, wenn sie in einer politisch relevanten Kraft auftreten, gefährlich für die Demokratie, selbstredend. Da würde ich dir zustimmen, wenn du hier einfach nur Zustimmung haben wolltest. Ja, da hättest du recht, gut, wenn das jetzt deine Position gut wäre. Aber das Ding ist, du entscheidest sind, nicht, Moment, wer Rechtsextreme sind. Das entscheidet die Innenministerin. Nochmal. Nein, das entscheidet auch nicht die Innenministerin, doch, das entscheidet der Verfassungsschutz. Und der eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums gut ist. Was hast du gerade getan? Du hast gerade komplett den gesamten Staat und seine Institutionen diskreditiert und gesagt, sie können ja gar nicht in Wirklichkeit ehrlich sagen, wer rechtsextrem ist. Nein, ich habe politische Interessen benannt. Ich habe eine systemische Analyse betrieben, wie du dich hier unter diesem Deckmantel, es sei ja alles so komplex, komplett verweigerst. Ist es dem Innenministerium möglich zu bestimmen, wer rechtsextrem ist, unabhängig? Oder dem Verfassungsschutz, der ja weisungsgebunden ist? Natürlich nicht. Also kurz gesagt, ist jede Entscheidung, wer rechtsextrem ist, können wir nicht glauben und ist eigentlich vollkommen ungültig. Deswegen sollte sowas vor normalen Gerichten Moment, stattfinden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt das oder stimmt das nicht? Jede also Definition des Innenministeriums. Ist das ungültig oder ist das nicht ungültig? Also jede Wenn Definition der Verfassungsschutz oder Innenministerium jemand als rechtsextrem einstuft, dann ist das sowieso nicht zu gebrauchen von Haus aus, deiner Meinung nach, oder? Verstehe ich dich richtig? Wofür zu gebrauchen? Dafür, dass man diese Einschätzung hat, dass man sagt, ja, das kommt hin, diese Person ist oder diese Institution oder was auch immer ist rechtsextrem. Oder ist das immer falsch? Oder kann man dem manchmal nie glauben? Manchmal können sie auch richtig liegen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber trotzdem können sie das natürlich auch in Fällen sagen, wo es dann nicht stimmt. Oder aus unserer Sicht nicht stimmt. Wie gesagt, politische Begriffe sind immer umkämpft. Es ist unmöglich, dort allgemein akzeptierte Definitionen zu finden. Nächste Frage. Ist das Kompakt-Magazin und diese Organisation rechtsextrem? Was habe ich über Kompakt gesagt? Hat der Verfassungsschutz in diesem Fall Recht gehabt, ihn als rechtsextrem einzustufen? Erwin, das habe ich schon beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Texte vom Kompakt-Magazin nicht. Ich habe mir die Vorwürfe noch nicht en Detail angesehen. Das, was mir jetzt Argumente dargereicht wurden von oberflächlichen Berichten, von dem Statement von Faeser, also jetzt nicht die ausführliche Begründung, sondern nur die öffentliche Kurzbegründung, da waren keine Belege drin, die mich überzeugt haben. Aber wie gesagt, ich kenne die Texte nicht und ich kenne die ausführliche Begründung nicht. Das müsste ich mir angucken. Aber wie gesagt, auf diese Ebene wollte ich gar nicht erst kommen, weil das, wie gesagt, irrelevant ist, um das zu diskutieren. Ich habe noch eine Frage für dich. Woher willst du dann wissen, dass die Entscheidung,
nicht korrekt ist, erstens. Und zweitens, woher willst du wissen, dass nicht Gefahr im Verzug war und die Entscheidung so getroffen werden musste, wie sie getroffen wurde? Und woher willst du dann wissen, dass die Einfrierung der Konten nicht notwendig war, um sozusagen diese Leute an etwas zu hindern, was vielleicht für uns alle gefährlich sein könnte? Du hast mir nicht zugehört. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe dir zugehört. Ich will nur deine Antwort hören, woher du das weißt. Also ich habe dich ja schon gefragt, welche Gefahr soll im Verzug gewesen sein? Ja, die Gefahr, dass sie Menschen verhetzen, ist jetzt keine Gefahr im Verzug. Das ist ja Moment. Du weißt es nicht, ist die Antwort. Die Antwort ist, du weißt es nicht. Und ich sage, wie kannst du dann entscheiden, was sie getan hat? Also darauf gab es in keinem Medienbericht irgendwelche Hinweise, dass da jetzt in Gefahr im Verzug wäre, dass Kompakt Sprengstoff gebunkert hätte oder irgendwas in die Richtung. Nein, darauf gab es keine Hinweise. Davon weiß ich wirklich absolut gar nichts. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich frage dich, woher willst du wissen, dass die Entscheidung nicht gerechtfertigt war, so wie sie getroffen wurde und so zur Sicherheit der Demokratie getroffen wurde? Ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber woher kannst du es beurteilen, dass du mit so einer Sicherheit sagst, dass das so nicht sein sollte? Weil Nancy Faeser das nicht entscheiden sollte. Da bin ich auf jeden Fall sicher. Okay. Gut. Oder die Innenministerin, wenn dir jetzt der Name Nancy Faeser nicht gefällt. Okay. Nein. Sondern es ist einfach, ich verstehe, du hast eigentlich keine Ahnung von der Sache, aber du bist fest überzeugt, dass sie nicht so laufen sollte. Okay, gut. Kann man machen. Ich habe Ahnung von der Sache. Ich weiß, was da passiert ist. Und das geht absolut gar nicht in einem liberaldemokratischen Rechtsstaat. Nicht mal weißt, um wen es geht. Du weißt nicht mal, um wen es geht. Du weißt gar nichts. Hast du ja selber gesagt. Doch, ich war natürlich, es geht um Kompakt. Und das Innenministerium hat entschieden, dass es einfach zensiert wird. Wie gesagt, ich habe mir das ausführliche Statement des Innenministeriums noch nicht angesehen. Vielleicht mache ich das noch. Aber dafür, um zu wissen, dass das Innenministerium so etwas gar nicht entscheiden sollen dürfte, wie ich schon das ganze Gespräch argumentiert habe, dafür brauche ich das auch nicht. Diese Argumentation setzt vor dieser Ebene an. Du bist nicht bereit, dich da reinzudenken. Kann das sein? Du bist nicht bereit, auf andere Leute einzugehen? Du bist nicht mal bereit, dich damit auseinanderzusetzen. Du fährst absolut hier einfach nicht. So absolut deinen Film, der nichts mit dem Punkt zu tun hat, auf den ich hinaus will, und forderst dabei komplett totalitäre Maßnahmen, die letztlich auf die Abschaffung der Meinungsfreiheit hinauslaufen würden, wenn sie denn umgesetzt würden. Dass du dich so oft beschwerst, dass man dir Dinge in den Mund legt und dich falsch interpretiert, hast du dir gerade ziemlich ein Eigentor geschossen, Bruder. Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich für totalitäre Maßnahmen bin. Ich habe nicht gesagt, dass du das forderst. Ich habe gesagt, es würde in der Realität, wenn man das, was du vorgeschlagen hast, umsetzte, darauf hinauslaufen. Ich habe nicht gesagt, dass du das intentional bezweckst. Nein, Blödsinn. Weil das, was umgesetzt wurde, ist praktisch, wo ich sage, das ist okay. Und bis jetzt hat das nicht, es wurde schon viermal umgesetzt und es hat noch keinmal in totalitäre Maßnahmen geendet. Also du redest Scheiße. Ja, ist ja nicht so, dass der Verfassungsschutz jeden wegen Delegitimierung des Staates überwacht, der Regierungskritik äußert. Ist ja nicht so. Ja, die Frage ist auch, jetzt kann ich dich wieder fragen, was ist Regierungskritik? Ne? Ah ja, Velasquez beispielsweise. So, findest du es richtig, dass die überwacht wird? Absolut. Gut. Selbstverständlich. Würdest du sie nicht überwachen, wenn du beim Verfassungsschutz wärst? Natürlich nicht. Das ist eine Linke, eine liberale Demokratin. Das ist völlig irre, die zu überwachen. Okay. Also völlig irre, wenn es einem um den Schutz der Demokratie ginge und nicht um die Sicherung der eigenen Machtposition. Die Überwachung durch den Verfassungsschutz dient auch dem, dass man schaut, mit wem du Verbindungen hast, zu welchem Zweck und aus welchem Grund du wie redest und dich wie positionierst. So einfach ist das Leben nicht. Ich finde es, egal, das, ich weiß nicht. Okay, also ich habe bis jetzt einfach eine Sache gelernt. Du hast die feste Überzeugung, dass das Innenministerium das nicht machen sollte, was es gemacht hat, weil du befürchtest, dass Repressionen kommen werden, obwohl bei den letzten viermal, wo das passiert ist, keine Repressionen passiert sind, weitere. Aber du befürchtest, dass das eskalieren wird und deswegen sollte dieses Ding das nicht machen. Du kannst nicht beurteilen, warum sie das machen, du kannst nicht beurteilen, gegen wen sie das machen, du willst nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist. Wie gesagt, meine Kritik setzt vor dieser Ebene an. Das, was mir bisher präsentiert wurde, reicht nicht aus, um eine Verfassungsfeindlichkeit zu begründen. Das habe ich gesagt. Und ich habe mir auch schon Einschätzungen von Juristen dazu angesehen. Das habe ich gesagt. Super. Du unterstellst gerade, ich hätte mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Obwohl du dich anscheinend gar nicht damit auseinandergesetzt zu haben scheinst.
Also du behauptest einfach, das sei verfassungsfeindlich, ohne mir einen einzigen Beleg zu nennen. Dann beleg doch mal, was ist ein Kompakt verfassungsfeindlich? Du kannst mir jetzt alles erzählen, da ich, wie gesagt, kein Kompaktleser bin. Also kannst mich überzeugen. Was denn, ich glaube, das kann dir das der Verfassungsschutzbericht erklären. Ja, ja, und du vertraust dem Verfassungsschutz. Aber ich meine, ich vertraue dem Verfassungsschutz. Nein, ich werde einfach Jürgen Elsässer vertrauen. Woher nimmst du dieses Vertrauen vertrauenswürdigere in diese Institution? Ja. Woher nimmst Bitte? Du ja, wie gesagt, es geht hier um das Gewähren eines Grundrechtes und das Entziehen eines Grundrechtes. Dass man da erstmal auf der Seite der Meinungsfreiheit stehen sollte, bevor man sich die beiden Seiten anschaut, das sollte doch wohl klar sein. Also woher nimmst du dieses Vertrauen in den Verfassungsschutz? Woher nimmst du dieses Vertrauen in Nancy Faeser beziehungsweise in das genug, Innenministerium? Ich habe oft genug Elsässer reden gehört, Kompakt-Magazin-Beiträge gelesen, Kompakt-TV-Beiträge gesehen, Leute, die dort aufgetreten sind, reden gehört, dass mir vollkommen klar ist, dass der Verfassungsschutz zu 100% recht hat. Also da müsste ich wirklich vollkommen dumm. Ich müsste wirklich buchstäblich geistig behindert sein, damit ich das nicht sehe. So offensichtlich ist das. Also, ja. Ich habe heute ein Interview mit Dirk Pohlmann gesehen, gerade eben, bevor wir das Gespräch hier geführt haben. Der hat gesagt, der hat mal für Kompakt geschrieben und der hat gesagt, Kompakt, also nicht rechtsextrem und das sollte man auch nicht verbieten. Ist der geistig behindert? Dirk Pohlmann hat das gesagt. Wow, okay. Na dann? Oh, okay. Na dann, alles gut. Sorry, gut. Ich nehme alles zurück, was ich heute geredet habe. Nein, wie dumm von mir. Ja, du hast gerade gesagt, du müsstest geistig behindert sein. Das impliziert ja, dass Leute, die das sagen, okay, ich habe gesagt, ich persönlich müsste geistig behindert sein. Andere können sagen, dass es nicht rechtsextrem ist aus anderen Gründen. Zum Beispiel, indem sie cashen wollen, indem sie sich einschleimen wollen, indem sie Reichweite wollen, indem sie eine Querfront bilden wollen, indem sie rechtsextrem sind. Ja, es gibt tausend Gründe, warum andere sagen sollten, dass Kompakt nicht rechtsextrem ist. Ich habe nur gesagt, was sein müsste, dass ich das behaupte. Verstehst du? Ja. Alle haben niedere Motive, außer du. Schon verstanden, wie gesagt, auf der Ebene braucht man... Alle haben niedere Motive? Ja, außer Alter. Du anscheinend. Alter, was für ein dummer Take, den du gerade hast. Du hast gerade nur negative was, Beispiele was für ein aufgezeigt. Irrationaler, was für ein irrationales, moralisches... Ja, was heißt irrational? Du hast gerade nur negative Beispiele aufgezeigt. Es ist so, ich sage dir, was ich denke, und dann sagst du, alle sind schlimm, nur du bist gut. Wow, was für ein Argument, Bruder. Nicht ja, was du unterstellst anderen Leuten dauernd das Schlimmste und wunderst dich dann, wenn man dich darauf anspricht. Das hast du bei mir ja auch schon die ganze Zeit gemacht. Na, no, passt, alles gut. Ja, passt alles. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich weiß nicht, so schau mal. Du kannst gegen Verfassungsschutz reden, du kannst gegen die Regierung reden, du kannst Nancy Faeser brüllen, du kannst irgendeinen Scheiß machen, aber ich sag dir eine Sache, wunder dich nicht, wenn Leute dich da draußen zu den Rechtsextremen zugehörig zählen, Punkt 1 und sag Punkt 2, mal, wenn Erwin, der Kanal nein, gesperrt wird. Nein, Erwin, ja? Jetzt doch, reicht's wirklich. Doch. Also, was soll die erreichen? Das ist meine Grenze überschritten. Nein, also das ist wirklich, nee, mit sowas brauchst du gar nicht. Weil ich sage, du sollst dich nicht wundern. Was? Ich sage, du sollst dich nicht wundern und das geht ja zu weit, wenn du dich nicht wundern sollst. Willst dich lieber wundern, oder was? Du hast gerade gesagt, man kann, ich soll mich nicht wundern, wenn man nicht zu den Rechtsextremen zählt. Sag mal, geht's dir noch ganz gut? Tut mir leid, dass ich das überschritten habe. Ich finde, du solltest dich immer wundern. Man sollte sich sein kindliches Wundern nie abtrainieren. Finde ich vollkommen richtig. Ja? Also wunder dich darüber, wenn man dich dann weiterhin rechts und rechtsextrem und in diese Richtung geschiebt. Wunder dich. Ja? Wie gesagt, ich bin ein linker BSW-Unterstützer. War ich die ganze Zeit. Ich habe meine Einstellung im letzten Jahr gar nicht geändert. Aber deine Rhetorik gegenüber mir hat sich sehr radikal geändert, wie wir ja gerade eben gesehen haben. Also Ich finde, dass du deine Narrative extrem geändert hast. Du hast vor einem Jahr noch nicht von geisteskrank und bösartig gegenüber deinen Leuten gesprochen, also gegenüber deinen Gegnern politischen. Du hast vor einem Jahr noch nicht irgendwie Höcke verteidigt und irgendeinen anderen Scheiß geredet, den du hier abziehst, dich dahinter gestellt. Du hast den Stolzmonat gefeiert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Doch, da habe ich auch schon ein Video gemacht. Tut mir leid, dann habe ich das nicht gesehen, Bro. Dann habe ich das nicht gesehen, Entschuldigung, dann habe ich das erst jetzt gesehen. Ich finde das lost. Alles gut. Ja, habe ich damals auch schon genauso gemacht beim ersten Stolzmonat. Da hat es keinen interessiert. Super. Ja, ich habe es nicht mitbekommen, aber jetzt sehe ich es und denke mir, okay, wow, alles gut, passt.
Super. Alles gut. Aber ich sage dir nur, ich finde es nicht gut, was du tust. Mach ruhig weiter. Ich finde es nicht gut, was du tust. Ich finde das falsch. Ich weiß, das ist auch gut. Ich werde aber trotzdem so weitermachen. Ich werde so weitermachen, finde ich gut. Und du machst so weiter, wie du machst. Ja, finde ich scheiße, dass du hier mir Sachen unterstellst, die nicht stimmen. Also und dann mit solchen wirklich widerlichen Angriffen kommst. Das, ja, musst du wissen. Was habe ich dir unterstellt schon wieder? Du hast gesagt, ich soll mich nicht wundern, wenn man mich in die rechtsextreme Ecke rückt. Also, was ist daran eine, weißt du was, nicht, Unterstellung? Hast du schon mal das Wort Unterstellung gegoogelt? Was hat das fucking mit einer Unterstellung zu tun? Was ist das mit deiner, was hat das mit deiner fucking Unterstellung Nennen zu tun? Nennen wir es Prognose. Ich habe dir gesagt, Prognosen sind auch keine Unterstellungen. Ich habe dir nur gesagt, das war nicht mal eine Prognose, ich habe dir gesagt, wie du dich gibst, argumentierst und wie du dich positionierst, gibt es da draußen sehr wenige Menschen von Rechten bis Linken, die dich nicht als Rechts einordnen würden. Sowohl die Rechten werden dich als Rechten einordnen, wie die Linken auch. Das ist alles, was ich dir gesagt habe. Ja, okay, weil die Leute das heißt nicht, dass du ein Rechter bist, das heißt nicht, dass die tatsächlichen Positionen, die man hat, argumentieren. Das ist ja das ganze Elend. Und dagegen versuche ich halt anzukämpfen. Und du leistest diesem Elend durch dein Vorgehen noch weiteren Vorschub. Und das finde ich halt. Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt und ich sag's dir noch einmal. Wenn ich dich jemals sehe, wie du gegen dieses Elend ankämpfst, wenn es den Wokis zum Verhängnis wird, wenn du sie jemals in Schutz nimmst. Habe ich schon. Oder für wen? Nenn mir ein Beispiel. Ich habe gesagt, Naitans Position zum Nahostkonflikt ist gut. Ich habe gesagt, Nemi El-Hassan rauszuschmeißen war scheiße. Ich habe gesagt, ich habe mich gegen Kenzekatsch ausgesprochen. Malcolm Ohanwe rauszuschmeißen war scheiße. Diese Mitarbeiterin vom Mixtalk rauszuschmeißen war falsch. Habe ich alles gesagt. Fällt nur keinem weil es egal ist, weil man hier so eine Agitation gegen mich fahren will. Was sagst du zu El-Hotze? Ja, finde ich auch nicht gut, dass da so eine Kampagne gegen gefahren wurde. Aber der Fall, der fand ich jetzt nicht so relevant. Wie gesagt, da gab es krassere Fälle von Cancel Culture gegen Walkum ÖRR. Hatte ich gerade aufgezählt, also, 3 Stück. Okay, passt. Verteidige beide Seiten, dann ist alles gut. Ich finde es trotzdem lost, wie gesagt, im Fall von Compact zu sagen, dass das Willkür und Unrecht und so ist. Das finde ich ein ganz gefährliches Narrativ, das Rechtsextreme extrem pusht. Finde ich nicht, absolut nicht gut. Absolut nicht gelungen. Ich finde es extrem gefährlich, gegen die Meinungsfreiheit vorgehen zu wollen und gegen andere Linke zu hetzen, aber das musst du wissen. Ich sage noch einmal, es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Irgendwo endet Meinungsfreiheit und das ist für mich, wenn du auch mit Reichweitenbasis gegen Minderheiten hetzt und wenn du gegen zu Umstürzen aufrufst oder sie gut heißt oder irgendwas. Geht für mich zu weit, ja, aber gut. So hast du deine Position, ich meine, kein Problem. Wie gesagt, hey, nichts gegen dich. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich finde deine Position scheiße, aber nichts gegen dich. Ich habe wirklich nichts persönlich gegen dich. Dann unterstell mir bitte nicht irgendwelche Sachen. Das ist das größte Problem, was ich mit deiner Position habe. Ich werde immer sagen, was ich denke. Wenn ich denke, dass du Rechte verteidigst, werde ich das sagen. Und damit musst du leben, Freund. Damit musst du leben. Ja, ich lebe ja damit, aber ich finde es halt scheiße, dass du mir Sachen unterstellst, die ich nie gesagt habe und die ich auch nicht gemeint habe, sondern die du dir halt irgendwie frei herbeischwurbelst. Ja, ist so. Mache ich nicht anders. Bei jedem. Das mache ich bei jedem. Ich versuche einzuschätzen, wo Menschen stehen. Und je nachdem, was sie tun, wo sie sich positionieren, schätze ich das ein. Das kann durchaus falsch sein. Ich kann damit falsch liegen, aber das wird sich dann zwangsläufig mit der Zeit korrigieren. Habe ich schon ein paar Mal korrigiert. Habe Leute falsch eingeschätzt und habe dann gecheckt, okay, ich habe sie falsch eingeschätzt. Passiert. Ne? Wir werden sehen. Die Zeit wird zeigen. Ist alles gut. Und wir werden dann sehen, was bei dieser Compact-Sache herauskommt. Aber ja, ich sehe AfDler nicht als meine Freunde. Und Compact-Leser auch nicht. Hier wird zum Beispiel im Chat gesagt, so krass Compact verteidigen und ein leichtes Schulterzucken für El Hotzo, wenn er hier mit dem gleichen Elan für El Hotzo eintreten würde, wie für Compact, wäre es glaubhaft. So, naja, nicht wirklich. Das ist zum Beispiel, was hier im Chat steht. Wurden El Hotzo von der Innenministerin alle seine Social-Media-Accounts gesperrt und alle seine Vermögenswerte eingezogen? Wenn dort das Gleiche passiert wäre, dann könnte ich da auch gleich drüber argumentieren. Aber bei El Hotzo ist offensichtlich etwas anderes passiert. Man sollte Gleiches gleich bewerten, Unterschiedliches unterschiedlich. El Hotzo hat seinen Twitter-Account noch kompakt, hat gar keinen Social-Media-Account, keine Vermögenswerte mehr. Das ist der Unterschied. Okay.
Alles klar. Nee, ich wollte das nur verlesen. Alles klar, danke für die Antwort. Nee. Gut, dann wünsche ich dir noch einen guten Stream. Hey, hau rein. Jo, ciao.